Liebe Zuschauer, Öl, Metalle, der Euro, alles ist, sagen wir es mal vorsichtig, in der Konsolidierungsphase. Und der DAX reiht sich da nahtlos ein. Von der 10.000-Punkte-Marke haben wir uns schon vor längerem verabschiedet. Fehlen die Impulse? Haben wir wirklich die Saisonalität? Oder gibt es charttechnische Aspekte, die vielleicht doch für den DAX sprechen? Das alles klären wir in Zertifikate aktuell mit Arnusch Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Erhardt. Ja, Herr Wilhelms, der DAX ist seit Wochen seitwärts unterwegs. Öl, Metalle, Euro konsolidieren ebenfalls. Aber die Börsianer sagen ja, je länger so eine Seitwärtsphase anhält, desto stärker ist danach der Ausbruch. Ist jetzt nur die Frage, Ausbruch nach oben oder nach unten? Was bietet denn da die Charttechnik an Impulsen? Ja, also die technischen Analysten bei der Commerzbank, die legen sich ja nicht so wirklich fest, sondern die sagen eher eine Seitwärtstendenz. Und je nachdem, in welche Richtung der DAX tendiert, könnte er dann entweder nach oben oder dann auch nach unten ausbrechen. Das kommt auch darauf an, in welche Richtung er sich bewegt. Kurzfristig gesehen sagen die technischen Analysten, hat der DAX einen Aufwärtstrend erstmal beendet bei 10.500 Punkten und ist seitdem in einer kleinen Konsolidierung. Die könnte sich unter gewissen Voraussetzungen noch ausweiten, wenn der DAX dann unterhalb beispielsweise von 9.700 sich etablieren würde. Dann wäre es so, also wir sehen hier den DAX und hier die etwa 9.700 Punkte. Das ist nicht mehr weit. Das ist nicht mehr weit. Jetzt haben wir uns im Prinzip aber trotzdem schon mal ein kleines Stück wieder hochentwickelt. Aber dann könnte diese kleine Konsolidierung, die man auch hier sehen kann, von eben diesen 10.500 Punkten, sich noch mal weiter fortsetzen. Ansonsten sagen die Analysten aber eher Seitwärtstrend. Okay, jetzt schauen wir mal noch so ein bisschen auf die Nachrichtenlage. Die Anleger halten sie ja nicht nur aufgrund der Charttechnik zurück, sondern die Berichtssaison brachte nicht so viele Impulse. Aber die Notenbanker haben mal wieder ein bisschen für Überraschung gesorgt. Janet Yellen hat angedeutet mit ihrem Team, dass es nun doch mit Zinserhöhungen, Plural, soweit sein könnte. Sie hat Bedingungen dafür genannt, ja, aber sollte es wirklich jetzt zeitnah eine Zinserhöhung geben, was würde das denn für den deutschen Aktienmarkt bedeuten? Naja, zunächst einmal muss man sich das etwas genauer anschauen. Mit Pauken und Trompeten wurde ja im vergangenen Jahr die erste Zinsschritt gefeiert. Und in Anlehnung daran wurde erwartet, dass weitere doch mehrere Schritte folgen. Und zunächst einmal hat dann der Markt das erwartet. Aber dann gab es doch eine deutliche Ernüchterung. Und so war es fast bei 0% die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch eine Zinserhöhung im Juni bekommen. Jetzt durch diese Aussagen hat sich das wieder etwas verbessert, aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns immer noch im Nullzinsumfeld. Grundsätzlich kann man sagen, Zinserhöhung heißt, dass es im Prinzip interessanter wäre, theoretisch in den USA Geld anzulegen im Vergleich zu Europa. Das würde natürlich dann den Währungskurs beeinflussen. Aber ob jetzt der erste Minischritt wirklich die Aussagekraft hat, plus man muss auch sagen, Zinsen werden dann erhöht oder die Notenbanken machen das dann, wenn die Wirtschaft robust ist. Das sollte dann auch wieder für Aktien sprechen. Also ein bisschen schwierig, weil eigentlich, wenn die Zinsen steigen, fallen die Aktien. Also so ganz klar kann man da jetzt noch nicht wirklich Schlüsse draus ziehen, was das dann für die Zukunft heißt. Okay, jetzt hat man den DAX in den letzten Wochen in so einer Spanne grob zwischen 9,8 und 10.200 Zählern. Was sagen denn Ihre Marktbeobachter der Commerzbank? Steigt man da jetzt ein und positioniert sich quasi noch vor dem Sommer oder wartet man doch lieber ab, ob es noch ein günstigeres Niveau gibt, Stichwort Saisonalität? Ja, also es ist grundsätzlich so, dass das Gesamtbild eher tendenziell positiv ist. Das heißt also, bis Jahresende gibt es die Prognose, dass der DAX seitens der Commerzbank Research Abteilung bis auf 11.200 Punkte wieder steigen sollte. Das wäre ja aus jetziger Sicht ein sehr positives Szenario. Unter welchen Voraussetzungen? Was muss dann bei Öl und Euro zum Beispiel passieren, um dieses Szenario zu stützen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Aktienkurse steigen müssen, damit das passiert. Und die steigen dann, wenn es den Unternehmen gut geht. Und wenn das alles zusammenpasst, dann sollte es natürlich dann für den Aktienmarkt auch gut laufen. Also die anderen Umfeldfaktoren sind natürlich immer wichtig, spielen auch eine Rolle. Aber in erster Linie ist es im Prinzip auf die Aktienmärkte gemünzt und die Frage, wie die laufen. Aber kurzfristig ist das Bild tatsächlich, und das von den charttechnischen Analysten, nicht ganz so positiv. Beziehungsweise wenn man dann von einem Negativszenario ausgeht und glaubt daran, dass es unter 9.700 Punkte nochmal geht, dann sind die technischen Analysten sogar eher skeptisch. Okay, skeptisch scheinen auch die Anleger zu sein, die Produkte jetzt bei der Commerzbank gekauft haben, denn sie sagen, es gibt im Moment einen gefragten Discount-Put-Optionsschein. Put bedeutet erstmal, dass man auf fallende Kurse setzt, ja. Jetzt ist das Phänomen Discount-Optionsschein im Vergleich zum klassischen Optionsschein vielleicht
nicht jedem geläufig. Was ist der Unterschied? Genau, also hier ist es so, dass man grundsätzlich deswegen auch Put-Optionsschein auf fallende Kurse setzt. Das heißt, man profitiert dann immer, wenn der DAX nach unten geht und hat einen Nachteil, wenn der DAX nach oben geht. Hier ist die eine Marke wichtig, nämlich der Basispreis, das sind 10.000 Punkte. Und da ist der Discount-Put-Optionsschein auch dem klassischen Optionsschein her identisch. Das heißt, da kann man die beiden sehr gut miteinander vergleichen. Es gibt jetzt einen großen Unterschied, also im Prinzip bedeutet der Basispreis, um das noch zu vervollständigen, ist der DAX unter 10.000 Punkte, ist das vorteilhaft für mich als Put-Optionsscheininhaber, ist der DAX darüber, ist das von Nachteil, nämlich dann tritt der Totalverlust ein. Das gilt auch für den Discount-Optionsschein. Ja. Das heißt also, ist der DAX am Ende der Laufzeit, das ist relativ kurze Laufzeit bis Juli diesen Jahres, oberhalb von 10.000 Punkten, dann ist es so, dass ich meinen kompletten Kapitaleinsatz verliere. Was ist jetzt der Unterschied zu einem klassischen Optionsschein? Das ist der Cap. Und der ist hier unterhalb des Basispreises bei 9.500 Punkten. Bis dahin verdient der Anleger mit. Genau, also es sind genau diese Differenz entspricht 500 Punkte. Umgerechnet in Euro auf dem Optionsschein bezogen sind das genau 5 Euro. Deswegen auch der Höchstbetrag 5 Euro, den ein Anleger maximal verdienen kann. Und was ist dann der Vorteil gegenüber diesem Nachteil einem klassischen Optionsschein? Genau. Der Vorteil ist, ich bezahle weniger als für einen klassischen Optionsschein. Deswegen auch der Name Discount-Put-Optionsschein. Er ist also günstiger als die klassische Variante. Dafür ist der Gewinn begrenzt, eben bei 5 Euro. Und als ich mir das zumindest das letzte Mal angeguckt habe, jetzt müsste der Preis etwas niedriger sein, war rund bei 2 Euro. Das heißt, hier habe ich die Chance, 3 Euro zu verdienen. Das ist plus von 150%. Wenn der DAX im Juli unterhalb von 9.500 Punkten steht, ist er darüber, also genau in der Mitte, dann kriege ich beispielsweise nur 2,50 Euro, also genau 250 Punkte entfernt von dem Basispreis. Und ist er dann bei 10.000 Punkten, dann entspricht die Auszahlung genau null. Also ich habe dann meinen kompletten Kapitaleinsatz verloren. Das ist ganz wichtig, also ein sehr spekulatives Instrument, was trotz, dass es ein Discount-Put-Optionsschein ist, nicht weniger spekulativ macht und nur für denjenigen geeignet, der wirklich daran glaubt, dass die Märkte nochmal unter Druck geraten und das bis Juli 2016, also relativ kurzfristig, und wir uns dann noch unterhalb von 9.500 Punkten bewegen. Wie gesagt, ansonsten droht tatsächlich relativ einfach und schnell der Totalverlust, wenn denn der DAX über 10.000 Punkte steht. Herr Wilhelms, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, anhaltende Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt, da haben auch die Zinsschrittüberraschungen, die angekündigten von Janet Yellen, bislang nicht viel dran geändert. Anleger sind zunehmend skeptisch, halten sich zurück oder setzen doch auf Put-Optionsscheine zum Beispiel. Das gibt es auch in Discount-Form, wo man zum Beispiel günstiger als mit einem Standard-Optionsschein in den Markt einsteigen kann. Weniger spekulativ und weniger risikoreich sind diese Produkte dennoch nicht. Wir fassen ein Beispiel aber nochmal auf unserer Website für Sie zusammen zum Nachlesen und Nachschauen. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren.